Offensiv, defensiv. Also wann muss ich ranschreiten und wann muss ich wieder sagen, oh, jetzt muss ich aber zurückgehen. Aus einer guten Verteidigungsbereitschaft heraus fühle ich mich sicher. Erst dann kann ich zur Attacke übergehen. Attacke meint jetzt nicht den Angriff, sondern Attacke im Sinne von aggredere, aggredere. Wann kann ich, wie kann ich das jetzt überwinden, meine eigene Grenze und wie kann ich da jetzt rangehen? Ran an die Buletten, ne? Ein kleines Kind tastet sich langsam von der Haustür der Elternwohnung in den Vorgarten bis zur nächsten Straßenseite vor. Immer mit der Vergewisserung, ob es Mama noch hört, ob es Mama noch sieht und ob Mama es noch retten könnte. Je mehr Sicherheit ich in meinem eigenen Ich habe, je besser ich mich mit Worten und mit Taten selbst verteidigen kann, je perfekter ich meinen Hoheitsraum, einen Meter Abstandsgrenze um meinen Körper herum, das hat jetzt nichts mit Köln und dieser Bürgermeisterin zu tun, beherrsche, je mehr kann ich auch die Welt erobern. Also meine Welt, nicht die Welt, sondern meine Welt, die ich haben möchte, die ich gestalten möchte, in der ich leben will. Ja? In der ich leben will. Je sicherer ich mich fühle, umso größer wird meine Reichweite sein, umso mehr kann ich bewirken. Umso offensiver kann ich in das Leben hineintreten, umso mehr kann ich mir die Welt untertan machen, umso mehr Anteile von der Welt gehören mir. Die Welt untertan machen bedeutet jetzt nicht, die Welt unter mir zu haben, damit ich über sie bin, sondern untertan machen im Sinne von, das beherrsche ich jetzt, das kann ich gut, im Sinne von Performance, nicht im Sinne von irgendeiner politischen Machtstruktur, das ist jetzt überhaupt nicht damit gemeint, ne? Sondern untertan machen im Sinne von, das beherrsche ich jetzt, ja. Das ist da, das ist zwar auch unter mir, aber nicht unter mir in einer Rangordnung, sondern unter mir, ich kann mir dessen sicher sein, dass ich das Verhalten drauf habe, um dort sicher zu sein, um mehr Sicherheit zu bekommen in meiner Unsicherheit. Weil am Anfang bin ich ja ein bisschen unsicher und weiß nicht, wie mache ich dies, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Und diese Sicherheit muss ich ja erstmal aufbauen. Selbstsicherheit, Selbstbewusstheit und so. Das muss ich ja erstmal aufbauen. Da kann ich nicht ein Buch lesen und sagen, okay, ich habe das jetzt alles verstanden, aber das Verhalten hat sich überhaupt nicht da angedockt, sondern nur das Wissen. Ich muss mein Verhalten, ja, also 70% oder 80% Tätigkeit, 20% Nachdenken und so. Das ist ganz wichtig, wenn ich Erfolg haben will.